Hallo ihr Lieben, ich habe nach Urlaub und nach einer gefühlten Ewigkeit wieder ein Action-Haul für euch. Es gibt leider nicht viel Neues, aber es gibt vieles wieder im Sortiment beim Action, was ihr oder was ra rausgegangen ist und ist jetzt halt wiedergekommen. Beispielsweise, die sind bei uns wiedergekommen. Da habe ich mir die zwei mitgenommen, die kosten 72 Cent. Und einmal diese Klammern. Da sind jetzt 36 Stück drin. Da gibt es noch eine breitere. Da sind 15 Stück drin. Und es gibt diese mit Holzspulen. Und die kosten 79 Cent. Also das ist zum Beispiel das, was wiedergekommen ist und was ich mir jetzt nochmal gekauft habe. Dann haben wir neu. Dieses Mal diese Sterne, Schneeflocken. Die gibt es auch noch im weißen Holz. Ich habe jetzt einfach die mitgenommen. Ich denke auch noch in anderen Motiven. Die haben 92 Cent gekostet. Und dann habe ich mir, weil es gab nicht viele, aber ich habe mir halt eine mitgenommen. Diese Box mit den Tags und mit diesen Anhängern. 16 Stück sind da drin. Und die haben 82 Cent gekostet. Dann habe ich mir Band gekauft auf der Rolle. Die zeige ich euch mal. Und zwar sind da 2,70 Meter drauf. Jetzt bin ich natürlich wieder nicht vorbereitet. Ich habe auch keine Schere da. So, jetzt. Und zwar schaut das so aus. Da ist kein Klebeband oder sowas drauf. Das ist wirklich Band mit Spitze. Dieses gibt es in Creme, in Weiß. Dann gibt es noch so Juteband, was so ein bisschen mit Glutzer. Also heute ist ja furchtbar. Mit Glitzer unterlegt ist. Und die haben gekostet 1,15 €. Gibt es 4 cm breit und 6 cm breit. Ganz viele ist bei uns in der Weihnachtsabteilung. Genauso wie diese zwei Sachen. Dann habe ich mir gekauft einmal diesen Filz. Da sind 2 m drauf. Den machen wir auch mal auf. Dieser hat gekostet 1,42 €. Leute, das klappt wieder mal super. So wie man immer so wie man aufhört mit einem Video, so fängt das nächste Video an. Und zwar sind da wohl 2 m drauf, genau 15 cm breit. So, mal gucken. Da sind überall im Abstand. Oh, das ist aber schon mal nicht schön. Das ist nur ein bisschen verrutscht, aber irgendwie. Naja. Also im Abstand sind da immer Filzherzen. Und das ist dann 2 m lang. Naja. Also schön ist anders, weil die Herzen teilweise ganz schlecht drauf sind. Ich sag mal, ich könnte sie mir auch abmachen. Muss mal gucken, ich habe noch andere Herzen da und klebe die dann drauf. Also die sind, naja, nicht so unbedingt schön. Aber ich denke so, weil ich möchte das um einen Adventskranz wickeln. Und da sind die Herzen eigentlich eh überflüssig, aber so. Also Preis für 2 Meter Filz ist super. Da sind die nicht am rechts sitzenden Herzen. Ich zeige das jetzt hier nochmal. Nicht so schlimm. Ach, ich habe meine Eule mal ein bisschen herbstlich dekoriert, aber nicht wirklich doll. So, und dann habe ich gekauft noch, auch ein bisschen weihnachtlich. Glöckchen. 30 Stück sind drin. Einmal diese, weil sie schon klingeln. Und einmal diese. Ich habe mal durchgeguckt, also die zwei Farben gibt es. 30 Stück sind drin für 62 Cent, also sehr, sehr günstig. Dann habe ich gekauft, da gibt es verschiedene. Einmal diese Kugel. Die kann man sich wohl selbst dekorieren.
Da ist wohl auch alles bei. So wie man das jetzt hier drauf sieht. Und dann, ja, möchte ich fürs Fenster haben. Ich habe mir jetzt ein Motiv ausgesucht, was so ein bisschen nur winterlich ist, nicht weihnachtlich, damit es auch ein bisschen länger am Fenster hängen kann. Weil Winter ist ja so ein bisschen bis Anfang Februar oder bis Ende Januar. Und ich denke, da kann man das machen. Hat 1,09 € gekostet. Sagt das mein schlauer Zettel? Ja, sagt mein schlauer Zettel. Also 1,09 €. Dann habe ich mir einmal diese Bottle-Labels gekauft. Die sind bei den Partysachen dabei gewesen. Und zwar ist das voll cool. Man kann da so seine Weinflaschen oder Sektflaschen oder das, was man verschenken möchte, oder Schnapsflaschen so bekleben. Ich habe jetzt drei verschiedene Motive gesehen. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Ich habe jetzt aber nur mal eins mitgenommen. Das für Frauen hat mich nicht so interessiert, weil ich denke, man verschenkt eher für einen Mann mal eine Flasche Schnaps oder so. Wein vielleicht nicht. Das ist alles hier so ein bisschen glitzerig oder glänzend. Sind fünf Stück. Also ich finde das ganz cool, weil wenn man Mann ist ja immer schwierig mit was zu schenken. Und ich finde, die sind eigentlich recht neutral, auch wenn es, denke ich, fast schon Richtung Mann ist. Aber und dann Preis natürlich, let's toast. Toast, Toast. 32 Cent. Also dafür, denke ich, kann man nichts verkehrt machen. Kommt hier wieder rein. Buch. Und dann habe ich einen letzten Artikel. Es ist halt leider in diesen 2 Wochen nicht viel passiert. Und zwar habe ich mir eine Karte gekauft, oder ich habe mir 3 Karten gekauft. Da gab es noch also verschiedene. Also heute fehlt es. Heute, ich könnte am besten das Video nochmal drehen, aber das ist schon wieder zu spät und ich zeige es euch. Und zwar solche Geburtstagskarten, die kann man sich gestalten. Und da ist so ein Holzanhänger mit dabei. Einmal mit einem Cupcake und Happy Birthday. Dann mit einer Torte und Happy Birthday. Gab es noch mit Thank You und Congratulations und Baby Boy und Baby Girl. Ich habe aber jemanden, die kriegt einen Jungen, also kriegt sie Baby Boy. Und verschiedene andere. Und die Hintergründe sind dann auch wieder anders. Da ist eine Karte bei und ein Umschlag, so wie das hier angegeben ist. Und die haben gekostet 62 Cent. So, das war es leider schon. Mehr habe ich nicht bekommen. Also ich kann ja die noch dazu packen. Und die noch dazu packen. Aber leider nicht mehr. Vielleicht im nächsten Video. Ich hoffe, das dauert auch nicht zu lang. Ich werde auch nicht mehr 5, 6 verschiedene holen, weil momentan liegt es nur rum. Ich komme leider zu nichts. Leider nicht zum Basteln, leider nicht zum Kreativgestalten. Aber wenigstens noch, um euch die Hauls zu zeigen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.